Servus zusammen, es ist Mittwochabend, wir haben 17.45 Uhr. Hier geht es mal wieder um das Traders liebstes Kind, um den DAX. Aber bevor ich das mache, folgendes zur Info. Ich hatte neulich einen Film gemacht, beziehungsweise an euch die Frage gestellt, was wünscht ihr euch als mal Denkanstöße? Und das ist jetzt eigentlich das, was ich dem entnommen habe. Das sind jetzt also sechs verschiedene Themen. Ich bin jetzt ja heute das letzte Mal da. Ich bin dann im Urlaub für wenigstens 2 Wochen. Das heißt, den ersten Film gibt es erst wieder heute in 2 Wochen. Und wollte dann damit anfangen im September. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig verstanden, was ihr euch da gewünscht habt. Ansonsten schaut mal drüber und schreibt mit drunter, was ihr da noch wissen wollt. Die Filme, also zu den jeweiligen Themen, die mache ich dann nur YouTube, meine Homepage und auf Facebook. Die kann ich nicht reinstellen bei Finanzen, Net und wie auch immer. Vor dem Hintergrund, damit ihr keinen verpasst, wäre es vielleicht sinnvoll, dass man da irgendwie so ein Abo da lässt. Dann gibt es da eine Bimmel und dann kriegt man da anscheinend Mail oder irgendwie eine Art Benachrichtigung. Also das sind die Themen, die werden ineinander übergreifen. Also es kann sein, dass dann hier habe ich dann auch ein bisschen was von dem hier drinne, aber ich werde schon versuchen, das möglichst immer auf das jeweilige Thema, auf dem jeweiligen Thema zu belassen. So, jetzt gehen wir in DAX. Die Kerze von heute, ja Mittwoch. Ja, geschuldet jetzt den amerikanischen Inflationsdaten, vor allen Dingen wann war das, ab 14 Uhr, hat so den Charakter eines Bullish Engulfing. Perfekter wäre es gewesen, ja, also wir ummanteln fast die gesamte vorangegangene Trading Session. Das macht es noch ein bisschen größer, damit man es besser sieht. Es gibt Leute, die sagen, dass es völlig reicht, wenn der Körper ummantelt ist. Ich kenne andere, die sagen, nee, da muss also die ganzen Schatten müssen auch noch mit dran sein. Die Schatten von gestern, also sprich, das Hoch war bei 13.745, das haben wir nicht geschafft. Aber es ist schon eine beeindruckende Kerze. Ich hätte mir gewünscht, dass wir nochmal auf die 20-Tage-Linie gehen oder hier auf dieses 38er, was wir haben von der Bewegung seit dem 6.6. Das wäre für mich schöner gewesen. Ich möchte fast sagen, logischer. Haben wir aber nicht gemacht und wir müssen mit dem leben, was wir kriegen. Das heißt, dieser ganze Bereich hier um die 13.280 ist und bleibt Unterstützung. Auf jeden Fall. Genauso wie dieser Shootingstar mit seinem Hochpunkt bei 13.792 Widerstand bleibt. Und der verbindet sich halt da mit 30 Punkten Differenz oder na, 40 Punkten Differenz mit dem 61er Retracement von dieser ganzen Bewegung. Also das wird auf jeden Fall auch nochmal ein Widerstand bleiben. Wir sind von der Technik her vom MACD noch leicht negativ. Und der Oszillator gilt noch nicht als überkauft, ist aber im hohen Bereich. Das sieht in der 4-Stunden-Betrachtung ein bisschen anders aus. Da sind wir noch weiterhin positiv. Man sieht es hier unten über das MACD, ist Stochastik auch alles positiv. Und jetzt sieht man hier dieses Dreigestirn, was da ist. Es ist hier, das hatte ich eben schon erwähnt, diese 13.745 ist auf jeden Fall ein Widerstand und verbindet sich mit dem 4-Stunden-Band. Also da wird nochmal irgendwas kommen, aber heute schieben ja auch die Amis ordentlich an. 13.350 und damit nur noch 330 Punkte Unterschied zum DAX ist der Nasdaq. Mein Problem generell bei diesen Börsen ist, ich gucke ja ziemlich viel auf Aktien. Es kommen immer noch jede Menge Zahlen, Unternehmensberichte, zweites Quartal. Heute war es zum Beispiel Sixt. Ich fand, das waren gute Zahlen. Richtig, richtig gute Zahlen. Aber was macht der Kurs? 7% runter. Das ist schwierig und ich kann das teilweise auch gar nicht erklären, weil die Markterwartung, also die Zahlen lagen absolut in Range, da war nichts Besonderes. Und wer sich heutzutage einen Mietwagen holt im Urlaub, ich hatte das auch überlegt, ich habe mir jetzt einen Roller geholt, das war dann deutlich günstiger für Frankreich und da macht es auch viel mehr Spaß, Roller zu fahren. Also das macht mehr Spaß als in Deutschland, das muss ich ehrlich sagen, da kann man richtig rumheizen. Und ich finde die Preise der Mietwagen erstaunlich. Ja, und nochmal, ich fand die Zahlen super. Aber das ist ja nicht nur Six, da waren ja jede Menge Zahlen auch in den letzten Tagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann, auch wenn ich die Zahl wüsste, die morgen kommt für das Unternehmen A, B und C, würde ich es mir nicht zutrauen zu sagen, daraufhin steigt der Kurs oder fällt der Kurs. Das ist momentan schwierig, sagen wir es mal so. Wir sind hier in 4 Stunden. Jetzt gehen wir nochmal auf die Stunde, ob wir da irgendwas finden. Aber die müsste, ohne dass ich drauf geschaut habe, ja, die ist schon wieder relativ hoch. Ja, hoch über den Oszillator, neutral bis leicht positiv MACD. Jetzt haben wir hier über die Stunde, geht noch 10 Minuten im Moment so ein Shootingstar. Tja, weiß nicht.
kann ich im Moment nicht viel zu sagen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich mal 2 Wochen weg bin. Und für euch heißt das, wenn ich weg bin, habt ihr immer viel Volatilität. Haha. Na gut, ich habe euch Scheine mitgebracht. Das mache ich mir hier wieder ein bisschen größer. Wo ist der Schein? Hier sind die Scheine. Und zwar, die sind beide mit dem Hebel 19, sind aber doch relativ vernünftig weit weg. Das sind also keine super heißen Teile. Der eine Call, eben wie gesagt, Hebel 19, hat die Basis 13.003. Da sind wir also hier unten. Wir sind unterhalb von diesem Zwischentief. Halte ich für relativ gemütlich. Ja, aber ich weiß, wie gesagt, ich nicht da, voilà hoch. 13.003, den finde ich ganz gut. Den hätte ich am liebsten gekauft, wenn wir hier sind. Aber wenn wir hier drüber gehen, über die 13.828, kann man den auch nehmen. Also durchaus, ja, man kann dann auch sogar ein bisschen höher gehen. Wer es ganz heiß mag, der geht dann auf so einen 13.430er. Das ist die Kennnummer GK8046. Den Put habe ich genauso weit weggelegt, ebenfalls in Hebel 19 bei 13.421. Damit sind wir noch vor, von unten gesehen, der 200-Tage-Linie. Die liegt hier bei 14.532. Das ist die GK6BXM, 14.421. Damit gern abwarten, gut, ich jetzt also nicht, weil ich nicht da bin, ob der diesen Bereich hier schafft oder nicht. Wenn der jetzt hier nochmal 2-3 Tage hier oben rumdümpelt, dann erschlafft er auch wieder und sollte weiter runterkommen. Nun gut, schauen wir mal, wie das hier wird. Ich wünsche euch, wie gesagt, ich bin jetzt weg. In 2 Wochen kommt der nächste Film. Je vous souhaite de bonne action et de gros bita. Also viel Spaß, happy trading und fette Beute. Auf deine, bye bye.